Ahoi Matrosen und willkommen zurück bei Dawn of Man. Heute die zweite Folge. Ja, wir reden gar nicht mal weiter drum rum und gehen direkt rein. Wir wüssten noch, wo wir letztes Mal aufgehört haben und da geht es jetzt nahtlos weiter. Auch hier mal die verbundenen Ressourcenlimits anzeigen auf 20. Lassen wir es auf 15. Und dann werden so lange heute getrocknet, bis wir 15 getrocknete Haut haben. Weil rohe Haut wird später auch noch nützlich sein. Weil die brauchen wir nicht nur, um getrocknete Haut herzustellen, sondern später, wenn wir die Gerberei freigeschaltet haben, auch dafür. Und wo wir gerade bei Freischalten sind, meine Güte, ich bin aber auch echt nur am Pennen. Hundedomestizierung. Was macht das jetzt? Benötigt für Hundetraining und Hund. Und das hier? Ah, okay. Nehmen wir das direkt mit. So, und um davon jetzt auch einen Nutzen zu haben, das ist eine Höhlenhyäne. Ah, das sind die Babys. Die werde ich da jetzt lassen. Gar keinen Bock für die jetzt großen Arbeitsaufwand zu machen. Jetzt habe ich die Hundedomestizierung trainiert. Jetzt will ich natürlich auch so einen Köter haben, ne? Den brauchen wir. Die helfen bei der Jagd. Die sind geil. Sind hilfreich. Das sind Mufflons. Das sind Mammuts. Als ob es hier keinen verdammten Wolf in der Umgebung gibt. Was soll der Kack? Ich meine, nicht mal weit weg oder so. Nix. Schade. Einfach schade. Wo ist jetzt mein Zuhause? Dahin. Oder? Ja, mein Heimatsee. Hurra. Ja, keine Wölfe in der Nähe, heißt noch keine Hunde zum Trainieren. Wir kriegen wieder einen Wissenspunkt, weil wir 10 heute getrocknet haben. Und damit wir jetzt auch... Oh, was? Ach so, okay. Ja, wir haben scheinbar neue Leute gekriegt. Haben jetzt 9 davon. Das ist gut, das kann die Belastung schön senken. Genau, einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Das ist schwierig, das müssen wir ändern. Dafür brauchen wir einen Handwerksschuppen. Den werde ich auch hier ums Feuer ansiedeln. Das wird erstmal für unser kleines Dörfchen, für unsere kleine Siedlung, der Dreh- und Angelpunkt, wie ich das schon am Anfang gesagt habe. Ja. Im Handwerksschuppen, den brauchen wir sowieso, weil wir haben kaum Werkzeuge jetzt für unsere ganzen neuen Leute. Aber wir brauchen halt Werkzeuge. Ist logisch, ne? Diesmal werde ich auch nicht pennen. Wenn das Ding fertig ist, dürfte ich nämlich theoretisch gesehen einen fünften Wissenspunkt kriegen. Und auch den brauche ich. Winter überlebt. Ich kriege jetzt schon den fünften. Perfekt. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Jetzt können wir nämlich die Knochenwerkzeuge machen. Die ersten Werkzeuge sind normalerweise aus Feuerstein, aber wir müssen schon Knochen haben. Sage ich nicht nein. So. Erstmal machen die Hautoutfits. Das finde ich gut. Brauchen wir nämlich für alle Mann. So, als nächstes kommt noch ein Wohnhaus hierhin. So ausgerichtet sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hund! Wo haben wir den denn her? Moin, Bruder! Oh, du bist ja knuffig. Du bist ja knuffig. Na gut. Faszinierend finde ich im Übrigen, wenn du einen Wolf findest und dann deine Leute hinschickst, um den zu domestizieren. Geht nur bei jungen Wölfen. Seine Farbe so. Ja, mutiert halt instant zum Hund. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, ganz so ist das nicht abgelaufen in der Hundedomestizierung. Aber ich will auch gar nicht weiter rumhäkeln, ist ja schließlich nur ein Spiel.
hat gerade niemand irgendwas zu tun. Wird Zeit, das zu ändern, ihr faulen Säcke. Noch ein Zelt. Menschen sind Ressourcen. Zack, auf geht's. Hopp, hopp. Für Intia! Einige unserer Einwohner haben keine Werkzeuge. Auch das wird Zeit, sich zu ändern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Zusammen dürfen wir erstmal genug zu tun haben. Tut mir leid. Wir machen uns jetzt mal ganz serious auf die Jagd. Die haben alle keine Waffen. Tja, nee, ohne Waffen. Ich wollte jetzt eigentlich einen Mammut legen, aber ohne Waffen kannst du das vergessen. Das Vieh macht mich dann eiskalt platt. Brauche jetzt schon viele Leute, um so ein Vieh tot zu kriegen. Und Kiesern wäre auch eine Möglichkeit. Haben wir Sommer? Nee, noch nicht ganz. So, weiterarbeiten. Die Werkzeuge müssen fertig werden, Mashallah. Warum macht ihr denn den Knochenspeer jetzt nicht fertig? Ah. Okay, macht jemand anders. So. In diesem Sinne, ihr drei seid erwachsene Personen. Hä? Ihr sammelt euch hier. Habt ihr alle Waffen? Natürlich hat nur der den Scheiß schwer. Mann. Händler? Händler. Oh, ein Meister! Brauche ich alles für nix? Kann ich alles selber machen? Piss dich mal wieder. Wir haben Sommer. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Ursicht. Und werde jetzt einfach mal regelmäßig über ein paar Klicks setzen, Doppelklicks. Um alle Früchte, die in der Gegend sind, mal zu ernten. Geht noch nicht mit allen, aber mit ein paar. Und wir wollen mitnehmen, was geht, damit wir über den Sommer Essen kriegen. Hopp, hopp! Tempo, Tempo, Tempo! Sammeln sich hier gerade alle. Das wäre super. Guck ich doch mal. Du hast keinen Speer. Du hast. Warum hat denn hier niemand einen Speer? Ihr wollt mich doch alle hops nehmen. Das mit dem Jagen wohl erstmal flach fallen. Haben wir aber auf jeden Fall ein paar Früchte und Beeren. Stopp! Dich nehmen wir mit. Wer geht jetzt los? Ah, okay. So, dann gehen wir jetzt mal auf normale Geschwindigkeit und gucken uns das Spektakel hier an. Oh Gott, bin ich eigentlich doof? Nein, abbrechen! Oh Gott, die Hunde können die Mission nicht abbrechen. Ah!
Okay. Ach komm, scheiß drauf, wir bleiben jetzt dabei. Ja, die anderen rennen weg. Oh, Gott sei Dank. Hätte ich nämlich jetzt ganz viel Pech gehabt, dann wären seine Bros auch sauer geworden. Und wenn mich jetzt vier von den Viechern angegriffen hätten, hätte ich derbe aufs Maul gekriegt. Tut's nicht, tut's nicht. Ich schwöre, wir haben den so gefunden. Ich schwöre. Wir halten die Belastung recht gering und wir haben wieder einmal 5 Punkte. Mit Kompositwerkzeugen können wir jetzt super tolle Sachen machen. Hacke, Axt und Feuersteinspeer. Der Feuersteinspeer ist für uns jetzt erstmal weniger interessant, weil wir schließlich die Knochenspeere schon haben. Die sind für jetzt erst genug. Für uns ist mit den Kompositwerkzeugen aber interessant die Spitzhacke, also die Hacke und die Axt. Damit können wir uns jetzt nämlich neue Ressourcen erschließen. Und zwar Bäume, die wir fällen können. Oder von denen wir Tannin sammeln können. Das brauchen wir später. Und auch Steinquellen und Feuersteinquellen, von denen wir abbauen können. Das ist noch wesentlich wichtiger. Apropos Feuersteinquellen. Ich habe hier doch irgendwo ein Arbeitsgebiet zum Feuersteinsammeln hingesetzt. Ist das schon aufgebraucht? Vermutlich. Wollt ihr mich jetzt flachsen? Wo sind denn meine Kack-Arbeitsgebiete? Da haben wir doch eins. Wenn wir nämlich eins von diesen praktischen Linien gefunden haben, können wir auch ein Fenster aufmachen und gucken, was wir hier so haben. Und ja, das Gebiet zum Feuerstein holen war, wie ich es mir gedacht habe, aufgebraucht. Dann setzen wir halt ein neues. Ja. Nehmen wir die zwei mit. Oder? 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 Nein, wir kriegen mit die beiden. Das Limit lassen wir auf 10 gestellt. Das ist alles super. Und weiter geht's. So, wir haben Platz für 15 Leute. Das heißt, es können neue geboren worden. Worden. Werden. Wir haben keine Hacken. Dann ändern wir das. Links 2, 3, 4, links 2. Muss reichen. Wir haben uns hier jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut stabilisiert, würde ich sagen. Wir haben alle Gebäude, die wir jetzt am Anfang brauchen. Wir haben ein paar Häuser, um unsere Bevölkerung weiter wachsen zu lassen. Das sieht für den Anfang schon ganz gut aus. Lassen wir die hier noch ein paar Nüsschen sammeln. Kann ich mir eigentlich auch anzeigen lassen, im wievielten Jahr ich bin? Och nee, nicht schon. Ah! Nein, lauf! Lauf, Mädel, lauf! Lauf! Nicht sammeln! Wechseln! Nein! Die Natur hat's echt auf mich abgesehen. Glaub nicht, dass du mit der Kacke durchkommst. Dich mache ich lang, Bruder. Warum hat er mir denn jetzt? Ich hatte. Ach so. Ich ist jetzt weggeklickt, ich Affe. So. Dann können wir scheinbar 3 pro Leiste machen. Strohschaufelbild allgemein ist nicht hilfreich. Habe ich schon. Zack. Ja. Hast gedacht, du kannst einen von uns umbringen und damit ungestraft davonkommen? Nix da. RIP, Bruder. RIP. Ärgerlich.
Ein Pferd. Zeit für Lasagne. Das gibt es doch nicht. Komm, bitte, mach das viel lang. Ich glaube an dich. Du hast einen guten Speer. Gemacht aus den Knochen deiner Feinden, das schaffst du. Ja. Meine Güte, nee. Ich wette, der Typ da. Oh nee, nee, da kommen ja noch mehr von denen. Das ist auch ein praktisches Schaltbild, aber dafür reicht mir ehrlich gesagt das hier aus. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Das gibt es doch nicht. Alle, die jetzt hier irgendwie verfügbar. Wir hatten 9 Leute. 9. Jetzt sind es nur noch 7. Weil die Natur mich echt nicht leiden kann. Das ist absolut schade. Ich schwöre, diesmal lege ich eure Kinder um. Ups. Ja. Nicht das erste Mal, dass ihr mich angegriffen habt. Du auch. Zack. Du wirst auch lang gemacht. Du, noch ein Höhlenhyänenkind. Du wirst auch lang gemacht. Ich werde eure gesamte Sippschaft ausrotten, ihr ekligen Mistviecher. Ist die Belastung halt auch schon wieder scheiße hoch, weil es sind natürlich 2 Arbeitskräfte fehlen, weil die einfach von Höhlenhyänen gegessen wurden. Das sparen wir uns. Machen wir Lasagne wann anders. Wie voll ist das Lagerzelt? Noch vertretbar. Ich werde aber trotzdem schon mal ein zweites Lagerzelt bauen. Und zwar direkt dahinter. Einfach, weil man vom Lagerplatz quasi nie zu viel haben kann. Außerdem, irgendwofür müssen wir die getrockneten Häute, die wir gelagert haben, ja auch benutzen. Jetzt kommen die. Ich werde die Aufgaben nicht aufgeben. Ich werde. Mir ist scheißegal, wie hoch die Belastung ist. Solange diese Viecher noch leben, werde ich keine Ruhe geben. Hier, komm, Bauwerk hinten anstellen. Scheiß drauf. Das hinten anstellen. Das hinten anstellen. Das. Hallo. Du da. Hinten anstellen. Belastung runterschrauben und Kinder töten. Das ist jetzt mein Motto. Ja, hast schon Hunger, hä? Kriegst nichts mehr zu essen von deiner Mutter. Keine Sorge, ich gebe dir gleich was zu futtern. Knochen. Von meinen Speeren, du Mistvieh. Nutzen wir diesen Moment, um unseren beiden Deutsch lernen. Wichtig. Um diesen beiden gefallenen Viridat und Turzak zu gedenken. Eine Schweigeminute. So. Genug getrauert, genug geschwiegen, die Arbeit ruft. Warum leben die noch? Ihr sollt die umbringen. Nein, mir lasst mir zu was. Kann ich dir nicht befehlen, das Ding zu essen? Komm, hol's dir. Doch bestimmt Hunger oder so. Wo ist denn jetzt hin? Da. Komm, fass. Fass. Ich lasse die Zeit wieder vorlaufen. Dauert mir sind alles zu lange hier.
Ja! Haha! Dich habe ich schon mal. Jetzt ist nur noch dein Bruder fällig. Da habe ich eure ganze Familie umgebracht. Ja, lang machen. So. Vollkommen zufrieden, können wir jetzt die anderen beiden auch schlachten. Jetzt ist die Sippschaft ausgerottet und ich bin zufrieden. Ein neuer Mensch ist das. Wir haben wieder neun Leute. Woo! Applaus, Applaus. So. Jetzt müssen wir noch durch den nächsten Winter kommen. Ach genau, ich wollte hier noch ein neues Lagerzelt bauen, das ich hier erstmal hinten angestellt habe, damit wir die verdammte Sippschaft ausrotten können. So. Munter ans Werk. Finde das halt auch gut, dass man für so ein Lagerzelt. Das war's. 8 Stöcke braucht. 8 Stöcke. Na, okay, gut, lassen wir durchgehen. Die sehen halt schon klein aus. Ich meine, 8 von solchen Dingern reichen, um so ein Zelt zu bauen. Ich meine, schon allein hier draußen dran liegen doch schon mehr als 8 Stöcke. Kann mir doch keiner erzählen, dass man dafür nur 8 Stöcke braucht. Aber gut. Rechtfertigen wir das einfach damit, dass das Stockstapel sind und keine einzelnen Stöcke. Kann ich mitleben. Hast du diesmal irgendwas Sinnvolles für uns? Nein, was für eine Überraschung. Um dich schneller loszuwerden, tausche ich jetzt ein Fleisch gegen ein Fleisch. Wenn man den Handel nämlich abgeschlossen hat, dann verpieselt er sich direkt. Und wir haben damit null Verlust gemacht. Besser geht's nicht. Leben ihr ist hart. 10-mal Steine erlangt. Neues Wissen reicht aber noch nicht, um weiter zu erforschen. Um ins nächste Zeitalter zu reisen, brauchen wir 15 Wissenspunkte. Das ist schon eine Menge für einen Anfang. Könnt noch ein bisschen bauen. Ah! Dauern! Gucken wir mal, was wir planungstechnisch noch so machen können. Vielleicht machen wir einfach so ein paar Häuser ans Wasser hin. Um unsere Häute loszuwerden. Außerdem so ein idyllisches Haus am See. Wer träumt nicht davon? So, dazu. Wir haben dann jetzt 2, 4, 6 Häute, die wir brauchen. Das sind von 10, sind es noch 4, haben wir noch 5 übrig. Und das dürfte theoretisch gesehen reichen, um noch ein Lager hier hinzubauen. Perfekt. Dann haben wir hier nämlich so eine Art kleines Fischerlager. Dann werde ich auch mehr Leute auf das Arbeitsgebiet für Fischerei setzen und auch links und rechts nochmal eins platzieren, damit mehr Gebiete erschlossen werden können. Und dann können die Fischer immer alles hier hinbringen. Das werde ich dann auch so einstellen, dass das für Nahrung vorgesehen wird, das Lager, und für nichts anderes. Ob das klug ist? Keine Ahnung, aber es ist fancy. Oh, sei doch nicht so bedrüppelt. Es könnte schlimmer sein. Ich meine, stell dir vor, du
Hättest kein Dach über dem Kopf. Nicht hilfreicher. Okay, dann sei halt weiter deprimiert. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Belastung ist in Ordnung, Wissenspunkte immer noch nur 4. Essensstand ist auf jeden Fall mehr als gut. Warum brätst du denn hier irgendwas? Du hast doch geräuchertes Fleisch, Bruder. Das kannst du doch einfach futtern. Man kann es den Leuten hier auch nicht recht machen. Die heult auch wieder nur rum. Mimimi. Gerade geht es immerhin, was die Temperaturen angeht. Haben wir jetzt in der Nähe irgendwo Wölfe, die wir domestizieren können? Nein, aber Höhlendien. Oh, Höhlendien. So sehr ich euch ekligen Mistviecher auch verachte, weil ihr uns schon zweimal angegriffen habt. So dämlich wäre es jetzt, meine Leute auf die Jagd zu schicken, um die umzubringen. Leider. Aber das kommt noch. So, mit diesem See haben wir, finde ich, echt eine schöne Location rausgepickt. Hier hat man viel Platz zum Expandieren. Auch nicht zu hügeliges Land, was wichtig ist fürs Bauen. Nette Ressourcenquellen in der Gegend. Okay, Feuerstein sind eigentlich nicht so nett. Und Eisen ist erst ganz später relevant, also. Gut, ressourcentechnisch haben wir vielleicht nicht so gut abgeschnitten hier mit dem Gebiet. Aber hey, es ist schön. Das ist doch was. Ressourcentechnisch haben wir richtig scheiße abgeschnitten in dem Gebiet. Hätte ich da mal vorher drauf geguckt. Wow, Kupfer. Genau ein Kupfervorkommen. Arschweit. Ja, geht eigentlich. Das ist echt. Das ist mager. Das hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Ansonsten sind hier nur Feuersteine. Ah, okay. Hier haben. Ah, gut. Dann wird doch nicht so arm abgeschnitten, aber es ist auch schon ein gutes Stück weit weg. Aber egal. Bis das relevant wird, haben wir ohnehin noch Zeit. Nochmal zur Erinnerung. Dieses Konstrukt wird aus 8 Stöcken gebaut. Ihr ekligen Mistviecher, das kann doch nicht angehen. Ihr wollt mich alle flachsen. Stopp, Pause, los. Bewegung. Ey, die wollen mich echt verarschen. Das kann doch nicht angehen. Da haben wir wieder mühsam 9 Leute zusammengezählt und da kommen die Viecher schon wieder. Du, lang machen. Jetzt. Was mit dir? Wo rennt ihr hin? Was macht ihr? Hallo? Nicht wegrennen. Angreifen. Nein, die stirbt doch jetzt. Die stirbt doch jetzt. Die stirbt doch jetzt. Oh. Okay, so knapp war es für sie gar nicht. Sind die beiden denn jetzt hin? Da sind sie. Die holt ihr euch auch noch. So, auch diesmal wird wieder die gesamte Sippschaft ausgerottet, ihr ekelhaften Mistviecher. Da versuche ich diplomatisch zu euch zu sein. Denke mir, okay, komm, wir werden sie jetzt nicht umbringen. Und dann kommt ihr zu uns und wollt meine Leute aufessen. Ich glaube, es hackt. Mann. Belastung ist jetzt wieder total am Arsch, weil wir hier 3 Viecher zum Häuten haben. Das geht natürlich übel auf die Belastungsgrenze. Hier soll nur Essen erlaubt werden.
So. Wir haben unseren ersten Meilenstein erreicht. Traumhaft. Wunderschön. So. Meilensteine bringen uns erstens Wissenspunkte, die wir halt, ne, das habe ich ja schon erklärt. Aber zum anderen, wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man die Meilensteine auch, um andere Spielmodi freizuschalten, wie zum Beispiel das Nordmänner, das ich am Anfang schon gezeigt habe, was wir dieses Mal jetzt noch nicht spielen. Vielleicht in einem anderen Durchgang. Lassen wir die Zeit mal wieder ein bisschen schneller laufen, damit die hier fertig werden. Da ist schon wieder jemand krank. Maschallah. Das ist doch jetzt ein verdammter Witz! Die Natur hasst mich. Wirklich. Da denke ich, ich habe mir hier einen schönen Spot rausgesucht und die Natur pinkelt mir in einer Tour an den Karren. Gut, wir haben noch keine Karren, wir haben nicht mal das Rad erfunden. Aber die hassen mich halt trotzdem. Die hassen mich alle. Ich habe das Gefühl, jedes Tier in der Umgebung will versuchen, mich umzubringen. Außer vielleicht die Bisons. Naja, wobei, wenn wir die umbringen wollen, dann greifen wir uns auch an. So, noch ein Angriff überlebt. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, das reicht jetzt für unsere erste Folge. Wir lassen das jetzt hier einfach mal auf Pause. Ich finde, wir sind heute gut vorangekommen. Wir haben uns ein bisschen stabilisiert, wir haben Häuser gebaut, wir haben Leute gekriegt. Ihr habt das grundlegende Spielprinzip kennengelernt. Wie schon gesagt, lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Ich bin erpicht darauf, Neues zu lernen. Weil, wie gesagt, so gut bin ich in dem Spiel noch nie. Ich habe einen Spieldurchlauf bisher und da bin ich auch noch nicht mal in der Eisenzeit. Und ja, ansonsten Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. etc. alles in die Kommentare schreiben. Wir brauchen oder wir freuen uns über jede Hilfe und Unterstützung, besonders auch in Form von einem Like oder von einem Abo, besonders von einem Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder, wenn es dann wieder ist, eine neue Folge Dawn of Man. Bis dahin. Captain out.